Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht es auf meinem Kanal schon wieder weiter mit einem Podcast. Wir schauen uns wieder an, was ich die Woche über gewerkelt habe. Also Häkeln, Stricken, Nähen habe ich jetzt vergessen. Das liegt alles schon in der Etsy-Box. Das kann ich euch also nicht zeigen. Also geht es ums Häkeln und Stricken. Ja, für alle neuen Zuschauer, ich bin Katrin. Ich zeige jeden Sonntag hier in meinem kleinen, ja, könnte man auch Tagebuchteil sagen, Tagebuchteil zu sagen, was ich so über der Woche werkle. Ja, genau. Generell geht es in meinem Kanal darum, ums Häkeln und ums Handarbeiten, so wie zum Beispiel Dime Painting oder Nähen, Spinnen, Stricken, keine Ahnung. Alles, was so ein bisschen mich interessiert, darum geht es hier auf den Kanal. Also es gibt Tipps und Ratschläge und keine Ahnung, schöne Anleitung. Könnt ihr ja ruhig mal vorbeischauen. Genau. Ja, normalerweise Podcast immer ziemlich häufig mit Katze. Katze hat keinen Bock auf uns. Ich habe sogar eine niegelnagelneue frische Decke für ihn hingelegt. Vielleicht kommt er nachher noch mal gucken. Genau, ich weiß es nicht. Ja, Elsa trägt mein Kleidchen aus meinem Adventskalender, den ich zu Weihnachten von einer lieben Zuschauerin bekommen habe. Und das Video dazu, die Anleitung, findet ihr auf dem Kanal. Das ist ein außersonderliches Video gewesen, also außerbesonderliches Video, keine Ahnung, so ungefähr. Ich fühle mich heute ein bisschen geblendet von der Lampe, falls ihr euch wundert. Das ist ein bisschen nervig heute, ich weiß nicht, aber sie ist normal eingestellt wie immer. Ich bin heute vielleicht ein bisschen empfindlicher. So, ich trage heute einen Pulli, den habe ich auch selbst gehäkelt, der ist gehäkelt mit einem Flauschgarn. Und hier habe ich nochmal Pulli-Garn genommen für die Bündchen. Das ist ein Crop-Pulli, aber den trage ich sehr gerne. Und bei dem ist das die Besonderheit, dass er nicht am Stück gehäkelt wird, sondern du das Vorderteil häkelst, dann das Rückenteil häkelst, dann diese beiden zusammenfügst, jeweils hier oben und hier unten. Das Bündchen in Runden ranhäkelst, das Bündchen in Runden ranhäkelst und das Bündchen in Runden ranhäkelst und fertig ist das Ganze. Genau, ganz einfach, wenn ihr da Interesse habt, ich habe den Pullover in einer anderen Form schon hier auf dem Kanal, das ist die Kati Wanderlust. Da könnt ihr den Pullover nacharbeiten, beziehungsweise möchte ich noch einen zweiten. Ich liebe diesen Pullover gerade total, könnte aber auch an den Flauschgarn liegen, ich weiß es nicht. Möchte ich den nochmal häkeln und da werde ich euch auch wieder mitnehmen. Das heißt, ich werde mich demnächst auch nochmal hinsetzen und eine Anleitung zu dem Pullover machen. Eine Videoanleitung natürlich. Ja, genau. Aber nicht in den Flauschgarn. Weil ich hatte ja mal gesagt, das mit dem Flauschgarn, das ist ganz cool, aber als Videoanleitung lohnt es sich nicht, weil ihr da nicht seht, wo ich einsteche und wie das funktioniert. Und deswegen hatte ich generell zu diesem Flauschgarn kein Video gemacht, sondern mache das denn mit normalen Garn. Ein schickes Video. Ja, und ich weiß, es haben ganz viele geschrieben, wir brauchen eine Hose. Eine Hose kommt auch, das wird eins auch meiner nächsten Projekte sein. Ich bin mir nur noch nicht schlüssig, mit was für ein Garn ich das machen möchte, ob ich das mit einer Bobbel machen möchte oder mit anderen Garn, bin ich mir noch nicht so sicher. Und was ich auch machen möchte, das müsst ihr aber nicht so machen, ich hätte gerne eine Schlaghose. Das heißt, dass die bis zum Knie relativ eng sitzt, je nachdem, wie man das haben möchte, das erkläre ich euch ja im Video. Und dass wir dann einen Schlag mit reinarbeiten. Ja, das wäre so mein Wunsch, das würde mir super gefallen. Daran tüftle ich jetzt, mit was für ein Garn ich das mache. Genau. So, ansonsten wird die Woche ziemlich videoreich. Ich habe einiges abzudrehen. Nächste Woche sind bei uns Ferien. Gestern gab es Zeugnisse, also heute ist Samstag. Und nächste Woche passe ich auf die Katze von meinem Papa auf. Und das heißt, ich habe da geplant, da sämtliche Videos so ein bisschen abzudrehen, damit sie dann auch Gesellschaft hat und ich ein bisschen Ruhe habe, werde ich das da machen.
Genau. Ja, wird ein bisschen videoreich. Weil man hat so noch ein paar Videos zu bearbeiten. Da kommt gar nicht mehr hinterher. Aber es macht so einen Spaß. Ja. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt euch was zum Trinken besorgt. Tee, Kaffee, was ihr so gerne trinkt, könnt ihr ja auch wieder in die Kommentare schreiben, was ihr Schönes habt. Ich habe heute leider nichts. Ich hatte eben meinen Kakao zum Frühstück. Und ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen lustlos und wusste nicht, ob ich was zum Trinken haben möchte und habe es jetzt einfach weggelassen. Ach, was soll's? Die Stunde überstehe ich das auch ohne Trinken. Genau. Ja, trinken. Und ihr braucht was zum Stricken oder Häkeln. Das könnt ihr wie immer auch unten in die Kommentare schreiben, an was ihr gearbeitet habt. Da sind wir mal alle total neugierig und freuen uns drüber, wenn ihr das geschrieben habt. Genau. Ja, und dann fangen wir gleich einmal an. Ich habe was Fertiges. Ich habe ein paar fertige Sachen. Ja, bei so vielen Projekten, da kommen auch mal ein paar mehr fertige Sachen irgendwann zustande. Dafür hatte ich aber ein paar Wochen, wo ich nichts Fertiges hatte. Ich weiß. Aber ich habe tatsächlich was Fertiges. Ja, fangen wir damit erstmal an. Also ich habe aus der Hobbybobble, wenn ihr da jetzt wissen wollt, aus welcher Hobbybobble das ist, dann müsst ihr auf das Tutorial warten oder ihr schaut euch die ganzen anderen Podcasts an. Irgendwo zeige ich das Tuch und zeige euch dazu auch die Bobble-Banderole. Es müsste die Dahlia sein. Das ist 100% Baumwolle. 800 Meter, 200 Gramm hat dieses Knäuel, ist vierfädig. Und vom Verlauf her ist es halt grün und wird türkisblau. Und ich habe fast alles verbraucht von den Garn. Ja. So sieht das aus. Hops. Das ist ein sehr löchriges Muster. Ihr kriegt das auch erst so zu den Sommermonaten hin, also April, Mai irgendwann kommt das Tuch und dann ist löchrig auch wieder okay. Und wenn ich das so trage, ich trage meine Tücher meistens so hier, dass ich die so falte und mir umlege, dann hast du ja hier oben das wieder kompakt und dann ist mir das mit den Löchern völlig egal. Das Problem ist bloß, ich habe schon so viele kompakte Tücher und wir brauchen auch mal eins, was ein bisschen luftiger ist, wo man auch wieder Augenmerk auf die Bobbeln legt, um die Bobbeln nachzuarbeiten und zu üben. Genau. Das ist so der Augenmerk. So, und jetzt zu meinen Maschenmarkierern. Ich besitze sehr viele Maschenmarkierer. Ich sitze ja auch irgendwie an der Quelle und bastle auch ständig neue Maschenmarkierer. Ich muss mal wieder neue basteln. Ihr wart so fleißig beim Bestellen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Auf jeden Fall, Maschenmarkierer kann man auch super so an den Enden dran machen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so erkennt. Und der Vorteil ist, das ist dann nicht festgenäht. Ihr könnt das jederzeit auch wieder abmachen, wenn ihr dann das Tuch waschen tut, dann macht ihr das einfach wieder ab. Da unten habe ich auch einen dran. Genau. Oder macht das mit einer Perle. An meiner Lovely Luna habe ich das Glöckchen auch so festgemacht, damit ich das eben immer abmachen kann, wenn ich gerade keine Lust drauf habe, beziehungsweise wenn ich es waschen möchte oder so, dann mache ich das ab. Genau. Mit einer 3,5er Nadel gehäkelt. Das Tuch und es ist riesig geworden. Ich hätte bestimmt noch ein, zwei Reihen dran häkeln können, aber das wollte ich nicht. Ich fand mit den Bobbeln aufzuhören, fand ich schon gut. Und ich habe ja jede Farbe drinne. Ja, vielleicht wäre es auch bloß noch eine Reihe geworden, aber definitiv ein bisschen ist übrig geblieben. Vielleicht wär's noch eine Reihe auf jeden Fall. Bei zweien bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das bis zum Schluss ausgereicht hätte. Ja, das Tuch ist eins meiner fertigen Tücher. Das wandert jetzt in meine Videokiste. Ich habe da so eine Kiste mit Sachen, die ich noch drehen muss, die fertig sind, die abgedreht werden müssen. Und ja, da wandert das rein und dann wird das irgendwann hier auf dem Kanal erscheinen als Anleitung. Mal gucken. Meistens habt ihr schon vergessen, wenn die Anleitung online kommt, habt ihr schon vergessen, dass da ja was war. Jetzt ist immer blöd, ne? Jetzt denkt ihr immer, ach, eigentlich würde ich es ja gerne häkeln, aber naja, ihr müsst halt euch gedulden. Und meistens, weil ja jeden Donnerstag eine Anleitung kommt und diese Anleitungen ja auch schon ein bisschen älter sind,
viele Sachen aus dem Dezember und November jetzt gerade online kommen, merkt ihr das gar nicht. Also ihr vergesst das quasi. So, jetzt habe ich hier eine Bobbel, die wohnt in so ein Teil, was ich auch mal gehäkelt habe, eigentlich für meine Creme und Deo und sowas alles. Das stand im Flur. Das habe ich mal gehäkelt. Ja. Und da wohnt jetzt eine Bobbel drin, die habe ich da so reingestellt. Bup. Könnte man auch hinhängen und was reintun. Keine Ahnung. Ja. Da wohnt eine Bobbel von mir drin. Tatsächlich. Von mir gewickelt. Die sieht so schön bunt aus. Mein Mann sagt, das sieht aus wie Krickelkrackel. Aber es ist ja egal. Es war erstmal zum Üben. Zum Thema, was ich für einen Wollwickler habe. Mein Mann hat mir eine kleine Bobbelmaschine selber gebastelt, weil wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, Bobbelmaschine. Und wir Bobbelhändler gefunden haben. Nicht Bobbelhändler, sondern Bobbelwickelmaschinenhändler. Und das war alles so selbstgebauter Kram. Also, das soll jetzt nicht schlecht klingen, aber es war halt alles selbst gebaut, was wir gefunden haben. Und da haben wir uns gedacht, das können wir auch selber bauen. Also, wir haben uns das gedacht, ja. Weil die waren schon ziemlich teuer. Also, ich fand das schon von 100 bis 400 € schon ziemlich teuer, diese Bobbelmaschinen. Keine Frage, steckt auch Material drin und Arbeitsaufwand und. Keine Ahnung, aber für mich persönlich wäre das jetzt zu teuer gewesen für meine Bastelübungen, die ich hier machen möchte. Ist mir das zu teuer? Weil ich möchte bloß hin und wieder mal auf Etsy auch ein bisschen Garn verkaufen, neben den Stricknadeln und den Häkelanleitungen. Und ganz viele haben gefragt, ob man da nicht auch noch Garn und sowas alles haben könnte. Und deswegen haben wir uns mit dem Thema beschäftigt. Und dann gibt es hin und wieder mal eine Bobbel von mir. Also ich möchte hier jetzt um Gottes Willen keine Großhändlerin werden oder irgendwen Konkurrenz machen oder so. Ich will einfach in der Hinsicht kreativ sein und ein paar Bobbeln mir selber kreieren. Eben so wie das hier, wobei das hier eher so ein bisschen ist. Wir haben bei Wolle 1000 Kohngarn bestellt und haben jede Kohle einmal bestellt. Das heißt, du kannst ja gar keinen richtigen Farbverlauf machen, weil du brauchst mindestens, wenn du vierfädig arbeitest, jede Kohle viermal. Darüber haben wir nicht nachgedacht, aber zum Üben ist das völlig okay. Genau, dass ich da ein bisschen rumübe. Ja, und ein bisschen meine Fantasie freien Lauf lasse. Und irgendwie habe ich seit ein paar Jahren auch, irgendwas stimmt in meiner Augen nicht, seit ein paar Jahren mache ich ja auch jedes Jahr irgendwas Neues. Und die Bobbeln sind eben dieses Jahr irgendwas Neues. Also das eine Jahr habe ich angefangen zu häkeln überhaupt, ne? Dann habe ich irgendwann angefangen zu stricken, zu spinnen, zu nähen, zu painten, also Diamond Painting und keine Ahnung, vielleicht zählt auch das Videodrehen dazu, habe ich auch irgendein Jahr mitgestartet. Also jedes Jahr fange ich irgendwas Neues an, was ich gerne ausprobieren möchte und gerne gemacht haben möchte. Und da ich zurzeit ja auch den Background dafür habe, selbstständig bin und Zeit dafür nicht unbedingt habe, aber es gerne machen möchte, warum nicht? Warum hinterher sich ärgern, dass man es nicht gemacht hat? Gut, auf jeden Fall mache ich ein Knötchentuch aus dem Ganzen. Und diesmal habe ich das Knötchentuch ein bisschen abgewandelt. Ich möchte zwei Muster reinhaben. So sieht das jetzt erstmal aus. Es ist halt dolles, buntes Garn und da kannst du nicht mit so vielen Mustern arbeiten, weil es frisst einfach die Muster. Und deswegen wird es jetzt wieder ein langweiliges Stäbchentuch mit, wenn das Knötchen kommt, mit einem Mustersatz. Und da hier ist der erste Mustersatz. Ich denke mal, ihr könnt das ganz gut erkennen. Der hat sich auch relativ lange gezogen. Und beim zweiten Knötchen ist es leider nur eine halbe Seite geworden von dem Tuch mit dem Knötchen. Mal gucken, wie das beim nächsten ist. Das ist das nächste Muster, was ich jetzt reingearbeitet habe. Ich zeige es mal so rum. Vielleicht sieht man es dann ein bisschen besser, weil es ja eben erst die zweite Reihe ist. Das Garn ist vierfädig. Ich häkle mit einer 3 mm Nadel und ja, es sieht trotzdem luftig und locker aus, ne? Wie eben meine Tücher. Es gibt schon ein Knötchentuch hier
Und Knötchentücher machen sich ein bisschen besser, wenn man viele Knötchen hat. Ja. Das ist zum Beispiel auch so eine Phase, das muss ich noch lernen. Das ist mir noch zu wenig Knötchen. Ja. Für ein Knötchentuch. Ich werde das jetzt trotzdem beenden, um alleine mal den Verlauf zu sehen, weil das ist jetzt mein Verlauf 001. Farbverliebt. Wenn ich mich nicht täusche. 001, farbverliebt, genau, 1000 Meter vierfädig. Ist gerade im Augenblick auch noch im Etsy-Shop verfügbar. Ich habe sie aber alle bloß noch einmal reingestellt und dann wird das auch erstmal rauslaufen, weil die Farbtöne dann erstmal alle sind. Und ich die nicht nachbestelle. Ich habe eine andere Farbkombination mir ausgesucht, die ich dann bestellt habe. Genau. Zum Vollwickler selber. Ich habe mir den von Amazon bestellt. Der kam irgendwie so rund 50 Euro rund. Und ist der, wo das komplette Teil aus Metall ist. Also nicht da, wo das Knäuel oben drauf sitzt. Das ist natürlich trotzdem aus Plaste. Aber dieses Ganze, wo du Bewegung hast, die Kurbel und sowas alles, das ist jetzt komplett aus Metall. Und wer zum Beispiel so einen Nitpro-Wickler hat, den habe ich ja auch. Da ist das ja alles aus Plaste. Und du kannst mit diesen Knitpro Wollwicklern kannst du super Sockenwolle mit, also 100 Gramm Wolle mit wickeln. Aber wir sind ja hier bei so einer Bobbel mit 1000 Metern, vierfädig, schon bei 270, circa 270, 280 Gramm. Und das ist definitiv für so einen Knitpro-Wickler zu viel. Also habe ich mir diesen Metallwickler, der hat keinen Namen mehr. Also ich kann es euch nicht so wirklich sagen, wie der heißt. Und leider kann ich komischerweise den Link auch nicht verlinken. Also ich kann es nicht teilen. Ich weiß nicht, was bei Amazon los ist. Man kann es nicht teilen. Also ich kann es nicht teilen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ich versuche mal nochmal dran zu denken, dass ich den in meine Wunschliste tue. Und die Wunschliste findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe übrigens aufgeräumt. Meine Videobeschreibung sieht wieder neu aus. Und ihr findet da wieder einige wertvolle Hinweise. Könnt ihr ja mal reingucken. Unter anderem nämlich die Wunschliste. Und da packe ich den Wollwickler rein. Ich hoffe, ich denke dran. Weil komischerweise war er gestern nicht drin. Obwohl ich der Meinung war, ich habe ihn reingetan. Ja, mal gucken. Ja, also ich hoffe, ich denke dran. Ansonsten schreibt mir nochmal, dann tue ich den auf jeden Fall in die Wunschliste, damit ihr euch den angucken könnt. Ne? Weil komischerweise kann ich den Link nicht teilen. Ich weiß es nicht. Ich könnte das mit diesen Amazon-Programmen, könnte ich das unten in die Videobeschreibung setzen. Aber da habe ich keine Lust drauf. Da muss ich mich erst da wieder anmelden und dann den Link generieren und bla und blub. Dann setze ich das lieber da in die Wunschliste und dann ist gut. Dann könnt ihr von da aus gucken. Das ist einfacher. Ja, genau. Also, Thema Bobbeln. Thema Garne für Bobbeln kaufen ist so ein Thema für sich. Das müsst ihr leider so ein bisschen selber googeln. Zu empfehlen ist die Firma TVU. Ich hoffe, die hieß jetzt so oder hieß die TUV. TVU, bin ich der Meinung. Keine Ahnung. Ja, die bieten das an, aber eher so für Großhändler. Also wirklich, da musst du schon eine Riesenmenge abnehmen für pro Farbe. Und dann gibt es eben sowas wie Wolle 1000, da kannst du Kongarn kaufen. Du kannst bei eBay kannst du Kongarn kaufen. Aber da müsst ihr halt gucken, ist halt auch immer recht teuer und ihr kriegt aber aus so einer Kone auch ein paar Bobbeln. Genau. Ja. Das müsst ihr euch ein bisschen berechnen und ein bisschen gucken und machen und tun. Das muss jeder so ein bisschen selber für sich einschätzen können. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet zu dem Thema Wolle wickeln. Ansonsten kann ich gerne darauf hinweisen, die Romy Fischer hat vor 3 Monaten, 3 oder 4 Monaten ein Video zum Bobbelwickeln gemacht. Da zeigt sie auch nochmal alles. Sehr schönes Video. Zeigt sie ihre Bobbelmaschine, zeigt sie, wie sie wickelt und sowas alles. Da könnt ihr ja mal vorbeigucken. Und dann hatte ich, glaube ich, noch irgendein Video gefunden, wo jemand Bobbeln wickelt. Da könnt ihr auch gerne nochmal gucken. Genau, falls ihr euch für das Thema interessiert. Juti, wir machen weiter. Ich habe ganze 3 Reihen an meinem Bad Idea Dress von Lake Barker gestrickt. Das heißt, ein Ton ist dazugekommen, ein sehr kräftiger, bunter Ton.
So im Nachhinein finde ich es jetzt zu krass, gerade weil ja auch erst dieses Grün da drin war, aber ist nicht so schlimm. Der nächste wird auf jeden Fall wieder rosa, damit wir wieder in die rosa Schiene kommen von meinem Bad Idea Dress. Genau. Thema ist ja, jeden Tag, wo ich dran stricke, eine andere Farbe zu benutzen. Ja, dass das am Anfang super läuft, war ja klar und am Ende irgendwie so ein bisschen schleift. Aber wenn ich es schaffe, jede Woche eine Farbe dazu zu machen, das ist doch schon mal gut. Dann können wir es nennen, jede Woche, wie ich an das Teil gestrickt habe, nehme ich eine neue Farbe. So, ich habe die Lücke-Nadeln dafür. Dafür kommt nächsten Samstag ein Video raus. Da könnt ihr noch mal gucken. Da habe ich die Lücke-Nadeln und die Nitpro-Nadeln mit verschiedenen Seilen mal getestet. Ja, aber das kommt erst nächste Woche Samstag, weil diese Woche Samstag kam der Knoten, womit ich meine Reste verknote online. Genau. Könnt ihr euch ja auch mal angucken, weil ich ja sehr viele Resteprojekte immer am Start habe oder eben für mein Mystery Call jetzt gerade jeden Dienstag benutze ich den Knoten auch, weil das sind ja alles diese kleinen Knäuel aus dem Adventskalender, den ich euch gezeigt habe und deswegen. Und Stand jetzt bin ich immer noch bei dem ersten Bobbel von dem Adventskalender. Also das ging auch nicht weiter. So, Lake Barker ist eine dänische Designerin, Strickdesignerin. Ich habe ihr Buch da hinten stehen, das ist das Pinke. Es ist zu voll gemüllt. Aber ich hole es euch mal vor, weil ich habe es schon länger nicht mehr gezeigt. Also das da ist halt ein Raglan, der von oben, Quatsch, von unten. Von unten nach oben gestrickt wird. So sieht das Buch aus. In diesem Buch sind sehr viele Tipps und Ratschläge und keine Ahnung und Wolle und wie man das und welche Wolle man wie verwendet und was und wie und warum und drinne sind aber 15 Basic-Anleitungen, Strickanleitungen. Also du sollst eigentlich wie bei meinen Videos selber kreativ werden. Ich erkläre euch das. Aber ihr sollt selber kreativ werden. So, das Bad Idea Dress. Ja, the Bad Idea Dress, beziehungsweise Top heißt es eigentlich. Sieht einmal so aus, wenn das fertig ist. Ja, das hier ist übrigens kein Colorwork. Das stickt sie drauf. Und das erklärt sie auch wunderbar hier in dem Buch, wie man das drauf stickt und alles. Und ja, mein Beispiel für dieses ist jetzt gerade das hier gewesen. Und so ungefähr soll das werden. Ihr seht, ich bin hier noch irgendwo in den Teil. Vielleicht habe ich noch nicht mal die Hälfte oder so. Und dann kommen die Kellerfalten und dann kommt dieser Raglan. Das ist tatsächlich ein Raglan, der von unten nach oben gestrickt wird. Dann die Arme und dann ganz zum Schluss kommen noch die ganzen Bündchen hier ringsherum dran. Genau. Man kann es auch kurzärmlich machen. Sie hat auch ein Kleid daraus gemacht und deswegen wollte ich es eigentlich auch haben, weil ich liebe dieses Kleid, aber ich finde das immer jedes Mal nicht, wenn ich das euch zeigen möchte. Ja. Ach, da ist es. Da ist es. Genau. Und das ist tatsächlich auch kraus rechts gestrickt. Da. Und das finde ich so cool. Ich finde es einfach so cool. Kraus rechts gestrickt ist das auch so cool. Ja, aber ich mache ja hier diese Variante. Haben wir hier mal irgendwas? Da, diese, die glatt rechts gestrickt wird. Genau. Super, 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 super cool. Ich finde es super cool. Und ich freue mich schon drauf. Aber das wird ein Projekt, das wird noch ewig dauern. So, dann haben wir das Projekt abgearbeitet. Ihr habt noch mal das Buch gesehen. Ich habe noch mal schon wieder das Buch Werbung gemacht. Oh Gott.
So, und dann habe ich auch an was weitergemacht, was ich auch schon länger nicht in der Hand hatte. Das ist auch wieder eine Anleitung von Drops Design. Ich mache das aber mit bunter Wolle, deswegen sieht man das gar nicht so gut. Und was ich auch gemacht habe, ich habe eine Crop-Variante wieder gemacht. Oh, ich liebe einfach Crops, es tut mir leid. Und ja, weil das kannst du zu Kleidern tragen. Es ist, und ich trage sehr viele Kleider in meiner Freizeit und deswegen liebe ich Crop-Varianten und vor allen Dingen, du musst dich so ewig lange dran stricken. Ja, also dazu gekommen ist hier tatsächlich von hier an das Stücke Ärmelchen und da fehlt nicht mehr viel. Also ich glaube nochmal so ein Stücke und dann kann ich mit dem Bündchen beginnen. Also was ich jetzt gestrickt habe, nochmal. Das habe ich an einem Morgen am Frühstückstisch gemacht und deswegen nochmal eine Stunde rein und dann kann ich Bündchen machen und dann kann ich den zweiten Ärmel machen. Und dann ist das auch schon fertig. Das hier ist von Lana Crossa, die Fjordwolle. Die sieht so aus. Die habe ich euch auch schon ganz oft in die Videos gezeigt. Also kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber ich habe ein Zuschauerpaket ausgepackt. Also wenn ihr jetzt hier Zuschauerpaket sucht, dann kommt das mit dem Adventskalender. Und die liebe Kati, die hatte mir nämlich dieses Knäuel noch mit reingetan. Das heißt, ich habe jetzt noch mal ein so ein Knäuel rumliegen, wofür ich für den Pullover noch einen passenden Schal und eventuell eine Mütze machen möchte, weil hier bleibt ja definitiv auch noch was übrig. Ja. Ja, an den stricke ich schon ziemlich lange und ich sehe gerade, zeige euch immer die Rückseite. So sieht die Vorderseite aus. Hier oben hat man ein Muster von Drops Design. Also der hatte in der Rundpasse oben ein Muster. Das habe ich nur bis zum hellen Garn gemacht, weil ich das halt üben wollte, das Muster. Ich wollte das mal austesten. Und das wäre halt eigentlich hier noch bis in der Mitte des Dunklen gegangen. Das habe ich aber ausgespart, weil ich wusste, dieses dunkle Garn, das ist zu viel Farbe, das frisst das eh dolle auf. Schon das helle frisst ja ganz schön. Ja, also. Das ist so ein Projekt, das würde ich gerne in den Ferien jetzt fertig machen. Ich habe aber ganz viel rumliegen, was ich erstmal machen muss. Aber so in der Zwischenzeit sollte das eigentlich das Projekt werden, was ich fertig machen möchte. Ja, also ich habe hier jetzt ein komplettes Knäuel davon drin, von der Wolle, die ich eben gezeigt habe. Und das ist das zweite Knäuel, was ich jetzt reinstricke. Und ein Knäuel habe ich noch zu liegen für ein Crop Top in Größe 36. Nur mal so, falls ihr da Interesse habt, wie viel Garn ich so verbraucht habe. Das kann ich ruhig öfters mal erwähnen. Stricknadel, die 4,5. Aber das Garn ist, glaube ich, für eine 5,5 ausgelegt. Aber die 4,5 ist ein bisschen besser für mich geeignet. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Genau. So, jetzt bin ich da aber durchgeflitzt, weil ich Panik gekriegt habe. Weil ich auf die Uhr geguckt habe, wie viel wir schon geschnattert haben. Ja, falls euch die Drops-Anleitung interessiert, dann schreibt mir noch mal kurz in die Kommentare ein kleines Bim. Die Lana Grosser Wolle. Schickt mir mal die Anleitung, dann schicke ich euch den Link. Ja, das hat letzte Woche auch ganz gut geklappt. Die Pippi hatte ein Oberteil an, was jemand angefragt hatte. Und dann habe ich den Link schnell geschickt und das ging ganz gut. Also schreibt Lana Grosser. Einmal die Anleitung bitte und dann kriegt ihr die Anleitung heute Morgen, übermorgen. Je nachdem, wann ich Zeit habe, das zu bearbeiten. Das klappt manchmal nicht sehr gut. Das ist auch übrigens bei E-Mails so. Ich habe noch 4 oder 5 E-Mails zu beantworten. Kommt, 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 kommt. Ich bin dabei. Ja, und auf den anderen sozialen Medien bin ich eigentlich gut hinterher mit alles zu beantworten. Die E-Mails sind zurzeit ein bisschen aufgelaufen, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe Zeit die Woche und dann werde ich das regeln, dass ihr alle eine Antwort kriegt. So. Na gut, so viel ist es ja gar nicht mehr. Ich habe an meinem Zipfelmützen, Cardigan, Jacke, wie auch immer, das Bündchen beendet. Das heißt, ich habe noch mal eine Reihe drauf gehäkelt und habe Knopflöcher gemacht. So, weil ich hatte große Knöpfe, die ich eigentlich dran machen wollte. Das hat mir dann doch nicht gefallen. Ich werde aber dafür noch mal große Knöpfe besorgen.
Und das ist ja hier bis zum Körper und dem Mantel selber in der Länge kriegt keine Knöpfe, ist dann nur oben die Knöpfe dran. Genau, wenn du hier den Körper so hast. Es geht auch eigentlich theoretisch nur darum, dass ich hier den mittleren Knopf mal zumachen kann, dass die Jacke mir nicht ständig von den Schultern rutscht oder wie auch immer. Genau. Und damit das gut aussieht, habe ich mich eben für drei entschieden. Genau, die Zipfelmützenjacke. Das Bündchen habe ich beendet. Jetzt fehlen noch die Arme. Die kommen noch dran. Da habe ich auch schon Garn für liegen. Das wird auch wieder ein rosanes Restgarn, weil es ja wieder ein Resteprojekt ist, wo ich ganz viel rosa Töne drin verarbeitet habe, beziehungsweise das Bündchen nicht so dolle. Das ist ein bisschen gemischt, aber das ist okay. Fürs Bündchen ist es okay. Und der Rest ist alles so, was so ein bisschen dazu passt und auch doppelt genommen, damit die richtig schön dick wird. Ja. Angefangen habe ich damit in unserem Schwedenurlaub. Ja, da gab es ein paar Bilder dazu, ein paar, wie ich das so begonnen habe mit der Zipfelmützengeschichte. Weil das beginnt ja mit der Zipfelmützengeschichte. Und wenn wir denn unseren Raglan, die Zahl, die wir brauchen, entweder 94, 124 oder sowas in dem Dreh haben, dann das muss verdoppelt werden. Also 94 sind 188 Maschen. Wenn wir das, ihr könnt ja eine Kommentare schreiben, wenn ich mich jetzt grob verrechnet habe. Wenn wir das haben, wird das Ganze geteilt. Die eine Seite wird stillgelegt und auf der anderen Seite beginnt der Raglan. Genau. Aber nochmal eine richtige Erklärung habe ich in den Zipfelmützenjacken-Video. Da könnt ihr das nochmal angucken. Und hier unten das mit dem Mantel, dass das hier so ein bisschen plüschig wird, also so ein bisschen aufgeht. Dazu gibt es auch eine Videoreihe. Mantelhäkeln müsste die heißen. Mit einer etwas anderen Kapuze in Lila. Und da seht ihr nochmal, wie man diesen Mantel macht, weil ich habe zu dieser Sache wird es jetzt definitiv keine Anleitung geben, aber das war bei dem Pulli ja auch so. Da habe ich anfangs auch gesagt, da wird es keine Anleitung geben. Jetzt habe ich voll Bock drauf. Das heißt, dazu wird es eine geben. Ihr müsst halt immer ein bisschen warten, bis ich Lust darauf habe. Das ist eben das Problem. Ihr könnt mir gerne immer Wünsche schreiben in die Kommentare, aber ihr müsst euch so lange gedulden, bis ich auch Lust darauf habe. Und meistens ist es garnabhängig. Wenn ich ein Garn habe und meistens sprechen die mit mir und sagen, hier, wie sieht's aus? Ich wäre gerne das. Ja, dann kommt auch irgendwann die Anleitung. Das ist zum Beispiel das Problem mit der Hose, weil ich noch kein Garn mit mir gesprochen hat. Hier, ey, ich will Hose werden. Ja, also darum, also ich will niemals nie sagen, aber erstmal ist es eine Mixanleitung zwischen diesen zwei Jacken. Die gibt es schon als Anleitung, sowohl schriftlich als auch hier als Videoform. Und deswegen sehe ich das jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt, nur weil ich hier in die Kapuze ein Muster eingefügt habe, da jetzt nochmal ein Video zu drehe. Aber ich sage niemals nie. Man weiß es nicht. Vielleicht kommt doch noch mal irgendwann der Zipfelmützenmantel dazu. Garn habe ich tatsächlich dafür schon zu liegen. Das hatte ich irgendwann, nicht irgendwann, das hatte ich bei meinem Hobby-Einkauf gemacht schon, als wir in Dänemark im Hobbyladen waren. Hatte ich für den Mantel eigentlich schon Garn gekauft. Da war ich auch noch hoch motiviert. Jetzt bin ich zurzeit so ein bisschen. Oh, nee. Ihr seht ja, wie lange ich für diesen Mantel brauche. Ich habe eigentlich gerade keine Lust drauf. Ja, und ja, ihr müsst euch halt ein bisschen gedulden. Je nachdem, wie ich Lust habe, gibt es die Anleitungen. Aber ihr könnt mir trotzdem schreiben. Genauso wie die ganzen Shops, die ihr mir geschickt habt, die habe ich mir auch alle notiert. Und werde ich auch nach und nach mal angucken und abarbeiten. Aber so nach und nach. Genau. Ja, ihr könnt mir da auch, wenn ihr das nicht in die Kommentare schreiben wollt, mir gerne eine E-Mail zuschicken. Die E-Mail-Adresse ist überall in der Videobeschreibung. Ich habe ganz viele, sie steht in ganz vielen Beiträgen da unten drinne. Guckt einfach mal, schreibt mir gerne eine E-Mail, falls ihr da noch Shop-Interesse habt oder ihr seid selber ein Shop. E-Mail ist das Zauberwort. Ja.
So, dann kommen wir zu meinem letzten Projekt. Auch ein fertiges Projekt wandert denn auch in die Videokiste, damit ich endlich das Video für euch machen kann. Ist nämlich meine Decke, aber da war ja auch nicht mehr so viel. Also da fehlte ja bloß noch hier diese Reihe mit den festen Maschen. Nee, war richtig rum. Genau. Also ich habe zwei Reihen feste Maschen jetzt ringsherum um die Decke gemacht. Das hier ist die kurze Seite. Und hier haben wir die etwas längere Seite. Es ist keine Riesendecke, aber sie ist so, dadurch, dass sie doppelfädig ist, schon ziemlich schwer. Und ja, doch, sie, also du passt drunter, du kannst dich drunter legen, kannst dich halt nicht komplett bis zum Kinn einmummeln. Das geht denn natürlich nicht, außer die Füße gucken raus. Aber ansonsten ist das jetzt in meinen Augen erstmal völlig ausreichend. Ich weiß, ich wollte das eigentlich als Tagesdecke für meinen Sohn haben. Aber dazu ist es eh viel zu bunt und ja, nicht seins, nicht seins. Ja, genau. Ja, es ist einfach viel zu bunt und zu viel rosalastig, ne? Aber hier sind auf jeden Fall schon ganz viele Reste reingewandert, wovon die Videos noch online kommen. Ja. Genau, also das ist ein fertiges Projekt Nummer 2 für diese Woche, ja? Ja. Ja, das ist doch gut. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar Ziele gesetzt und habe die tatsächlich abgearbeitet. Yay! Ja. Mit einer 5 mm Nadel gehäkelt. Wie gesagt, alles doppelt gehalten. In eurem Fall wird es wahrscheinlich dann eher eine 7 bis 6 mm Nadel sein, weil ich ja weiß, dass viele von euch wesentlich, wesentlich fester häkeln als ich. Ja. Aber das kann ja jeder. Die Größe ist ja individuell, das kann ja jeder für sich bestimmen, wie er das möchte. Und wie gesagt, das Video, das drehe ich jetzt ab und das wird aber nur so ein Basic-Video. Ich zeige euch die Form, wie die funktioniert, die Muster und natürlich auch die Umrandung und sowas alles, wie das funktioniert, damit ihr das seht und nacharbeiten könnt. Genau. Aber eine Frage war noch, hier ist der Anfang und ich habe nur in der Mitte zugenommen und dadurch entsteht ein Quadrat, dadurch, dass nur in der Mitte zugenommen wurde und irgendwann, wenn das Quadrat groß genug war, habe ich eben bloß noch die eine Seite von dem Quadrat bearbeitet. Hier, ihr seht das ja, ihr habt ja das Gelbe und da bin ich einfach bloß so hochgegangen, ohne zuzunehmen, ohne nichts. Das einzige Problem, was ich hatte, obwohl ich doppelfädig gearbeitet hatte, waren manche Garne dicker als andere Garne und dadurch ist die trotzdem ein bisschen unförmig geworden. Aber mein Gott, das stört mich jetzt eigentlich eher weniger. Ja, genau. Gut. Das Tütchen ist leer. Wir haben alle Projekte abgearbeitet. Ich hoffe, ich habe alle Fragen soweit beantwortet. So viele waren es nicht und ich habe es auch bei Facebook versäumt, nochmal reinzustellen, dass ihr mir Fragen stellen dürft für ein Q&A-Video. Naja, mein Gott, ist jetzt auch kein Beinbruch. Das Wichtigste sollte ich beantwortet haben. Wenn ihr dann wieder Fragen habt, vielleicht schaffe ich es diese Woche, sammeln wir für nächste Woche ein Q&A-Video. Mal gucken. Ja, genau. Eure ganzen Bestellungen, vielen, 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 vielen lieben Dank dafür, sind alle raus. Die habe ich alle gestern versendet. Die müssten demnächst bei euch eintrudeln. Und ich habe auch ein Paket bekommen. Ich habe ein Zuschauerpaket gekriegt. Ich freue mich schon drauf. Das habe ich gestern erst abgeholt. Das heißt, es steht noch gar nicht so lange da. Aber hier ist es. Von der lieben Tanja. Auch dir schreibe ich noch, deine E-Mail muss ich auch noch beantworten. Die ist zum Beispiel eine, die noch nicht beantwortet ist. Er hat mir ein Paketchen geschickt, ein Zuschauerpaketchen. Zuschauerpaketchen, die Information steht auch alles unten in den Kommentaren. Normalerweise drehe ich für euch gesondert Videos, wenn ihr jetzt irgendwas Besonderes macht, weil ihr Handfärber seid oder sowas, dann schreibt mir das gesondert dazu, dass ich für euch ein extra Video abdrehe und nicht das mit in den Podcast packe. Ansonsten packe ich das gerne mit in den Podcast, damit wir ein bisschen das Video auch verlängern natürlich
und uns das auch gemeinsam angucken, weil viele gucken die Auspackvideos nicht, manche gucken die Podcasts nicht, aber der Großteil guckt eigentlich meinen Wochenrückblick, mein Tagebuchrückblick. So, wir machen das jetzt erstmal auf, bevor ich wieder irgendeinen Scheiß hier weiter labere. Manchmal denke ich auch hinterher, was laberst du? Nebenbei denke ich das schon teilweise. Was laberst du da eigentlich? Und jetzt hier erstmal knack einmal ins Bein geschnitten, Tag versaut. Toll! Ich kriege heute übrigens noch Besuch von einer lieben Zuschauerin, die was bei mir gekauft hat und die wohnt hier bei mir quasi direkt um die Ecke, also ein Stadtteil weiter. Und ich habe zu ihr gesagt, ey, wollen wir nicht den Versand sparen, komm doch einfach vorbei und hol's dir hier ab. Und da treffen wir uns nachher unten. Genau, nicht hier. Tut mir leid. Aber hier in die Wohnung kommt keiner. Außer meine Eltern. Ja, wir sind da so ein bisschen. Wir kriegen selten Besuch, tatsächlich. Wenn, dann treffen wir uns immer außerhalb mit unseren Freunden, beziehungsweise eher im Garten. Hier oben. Das tue ich schon meinen Katzen nicht an. Also es kommt ganz, ganz selten Besuch. Also eigentlich kommt hier bloß mein bester Freund rein und der ist meistens einmal im Jahr bloß da, weil der studiert in Trier. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Ich, doofe Kuh, habe nämlich das Paket, nehme ich den Namen noch drauf und ihr wisst mein Talent, ne? Dass ich euch aus Versehen immer die ganzen Adressen zeige. Das wollen wir ja nicht. Und wahrscheinlich habe ich es schon dreimal gezeigt, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Ja gut, auf jeden Fall kriege ich heute Besuch von einer Zuschauerin und ich freue mich schon. Und was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, wenn ihr hier in der Nähe wohnt und ihr habt was bei mir bestellt, dann könnt ihr auch ruhig fragen, ob ihr vorbeikommen könnt und das abholen könnt. So, jetzt machen wir das Paket hier mal einmal auf. Überraschung, so sieht's aus. So, und dann machen wir mal einmal gucken. Oh, ganz viel Basilisch. Okay, tatsächlich ist da was für die Katzen drinne. Und ich schwöre, Bommel saß gestern schon an dem Karton und hat sich so gedacht: Alter, mach den Karton auf, da ist was drinne für mich. Mach auf, mach auf, mach auf. Und da ist tatsächlich was für die Katzen drinne, die vermissen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also, ich zeig's euch erstmal so hier. So, so. Ja. Und jetzt passt mal auf. Da ist ein Schweinchen drin. Oh mein Gott, wie süß ist dieses Schweinchen? Oh mein Gott, ich komme gar nicht drauf klar. Guck mal. Ey. Und das Highlight ist ja das Röckchen und hier. Ah, das Schwänzchen. Oh mein Gott. Ey. Kennt ihr diese Mini-Pigs? Na, oh, ich würde gerne so ein Mini-Schweinchen haben, ja. Also irgendwann Mini-Schweinchen. Schweinchen sind so süß. Oh, das sieht so toll aus. Dankeschön, liebe Tanja. Das ist so süß. Oh mein Gott. Ich setze mal hier hin. Oh, ich habe schon eine Riesensammlung von euch mit den süßen Tieren, ne? Manche muss ich tatsächlich im Schrank verstecken, wie das von der lieben Christine aus. Da hatte ich auch ein Zuschauer-Auspackpaket, müsst ihr mal gucken. Das muss ich verstecken. Sie hat mich gehäkelt, aber die Katze liebt diese Figur. Und da ist noch mehr drin. So, dann haben wir hier. Ich denke mal an Topflappen, Lappen, Lappen, Topflappen, Topflappen. Verbesserung bitte unten in die Kommentare und super süß. Ich liebe das ja. Auch guck mal, ey, wie eine Waffel mit Erdbeersoße. Und das ist so kawaii. Das ist so cool. Ich liebe es. Oh, ich freue mich so riesig. Das ist so ein schönes Paket. Ich lese mal erstmal ihren Brief durch, weil hier ist noch ein kleiner Brief. Und ein bisschen Werbung für sie. Das machen wir natürlich auch gleich. Das wäre natürlich richtig cool gewesen, wenn ich das als Werbevideo gemacht habe. Aber ich schreibe dir, ich mache das hier in dem Podcast auch. Wir markieren das auf jeden Fall als Werbevideo. Also nicht, ja,
Genau, ihr wisst, was ich meine, ne? Und ich verlinke euch die Seite, die Insta-Seite von ihr mal unten in den Kommentaren, also oben der angepinnte Kommentar, da müsst ihr vorbeischauen. So. Ja, also der kommt natürlich in meine Fanpostbereich, ne? Ich habe ja hier mein Körbchen stehen. Ich weiß, manchmal steht es da oben, manchmal steht es hier unten, je nachdem, wie ich gerade so ein bisschen dekoriere. Und er kommt da natürlich rein. Und also sie schreibt, das ist ein Dankeschön für meine ganzen Videos und den Anleitungen. Und ja, und vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich so. Es geht natürlich noch weiter. Ich lege den mal so rum, damit ihr den nicht seht. Und wir gucken uns erstmal an. Sie hat mir auch ein bisschen was fürs Dime Painting reingelegt. Diese Washi-Tapes, die habe ich tatsächlich auch, die sind so süß. Einmal mit Hello drauf. Hello. Ich glaube, die gab es beim Teddy und die sind so zuckersüß. Also die habe ich auch mitgenommen. Also das Hello. Hello, hello. Und mit einer Wolke. Ich hoffe, ihr könnt das auch so ein bisschen gut erkennen. Ja. Aber ich denke schon. Genau, die hat es reingepackt und dann hat sie mir ein Schiffchen noch mit reingepackt fürs Dime Painting und ganz viel Wachs. Wachs braucht man immer und ich mit meinen riesen Bilder immer. Ich brauche besonders viel Wachs gefühlt. Ja, danke schön. Das tun wir auch mal alles hier beiseite. Also ich mache auf jeden Fall auch einen Insta-Post für dich fertig. Und jetzt kommt der absolute Highlight. Das absolute Highlight. Ja, sie macht so Fimo-Figürchen und guckt euch mal das hier an. Ist das nicht mega? Oh, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ich mache noch ein TikTok-Video dazu, dass wir das nochmal richtig uns angucken könnt. Ist das nicht niedlich? Ich habe von der lieben Carrie, die macht auch Fimo-Figürchen, habe ich unseren Timmy schon und auch so als Cupcake und total süß, ne? Ich liebe diese Figur. Und gut, geht nicht ganz als Bommel durch, aber wir sagen einfach, das ist Bommel. Und dann hier noch ein Cupcake und oh, ich hatte ja früher auch schon ein anderes Label und wenige wissen es, das war Merle Princess und deswegen ja auch die E-Mail-Adresse, falls ihr euch da wundert. Und da habe ich auch immer Fimo-Figuren und sowas alles gemacht und gebastelt und ich war immer auf Conventions unterwegs und das war auch so eine coole Zeit, ne? Das ist ja, alles ein bisschen eingeschlafen, weil ich keine Zeit mehr dafür hatte, beziehungsweise weil ich jetzt auch kein Cosplay mehr trage und auch keine Lolita mehr trage. Und deswegen ist der Rest auch so ein bisschen eingeschlafen auch. Oh, ich liebe solche Teile. Die kommt auf jeden Fall auch mit in die Decke, die beiden Cupcakes. Ja, in meinen Mystery Call, da setze ich ja immer die ganzen Maschenmarkierungen. Und da kommen die beiden Cupcakes auf jeden Fall auch mit rein. So, erstmal was zum Futtern für die Katzen. Leckerlis gehen immer. Kriegen die ja auch bloß bei uns in diesen Leckerli-Teil Spielzeug. Könnt ihr mal in den Shorts gucken. Da seht ihr das, was ich meine. Und dann müssen sie sich das rauskramen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also kriegen ziemlich selten Leckerlis bei uns, weil Timmy auch ziemlich mächtig ist. Und wenn man da nicht aufpasst, frisst er alles alleine. Und deswegen, und da müssen sie ein bisschen was machen. Und sie kriegen sehr selten Leckerlis. Aber ich werde auf jeden Fall heute was fertig machen. Für so. Da freuen sie sich. Genau. So, und natürlich Süßigkeiten. Jawohl. Und die liebe Tanja hat auch dran gedacht, dass wir Katjes besonders lieben. Ja, also Katjes besonders lieben. Genau. Das Schweinchen ist so geil. So, und hier könnt ihr jetzt noch mal gucken. Hier machen wir ein bisschen Werbung jetzt. Ich mache es erstmal so. Wie gesagt, ihren Instagram-Account, den werde ich unten noch mal ein bisschen verlinken. Das ist ja süß geschrieben. Das stimmt tatsächlich, das ist bei mir auch so, ne?
Ich verhäkle auch immer ständig meine Haare mit und natürlich auch von den Tieren, ja. Also hat sie ja auch nochmal geschrieben. Und die macht so süße Sachen, ihr müsst da unbedingt mal gucken. Also unbedingt. Ich verlinke euch unten drunter. Wenn ich es jetzt so, wenn das Video eine Stunde online ist und ich habe das verpennt, dann sagt mir unbedingt Bescheid. Dann werde ich das machen. Genau. Ja. Oh, vielen, vielen, vielen lieben Dank für das super süße Paket. Ich habe mich so riesig gefreut. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es nicht als Extra-Video gemacht habe. Aber das kommt, ich mache ein TikTok-Video fertig und das werde ich dann auch bei Insta posten. Genau, damit alle sich das nochmal ganz genau angucken können, gerade auch die Figürchen. Und das Schweinchen, das ist so süß. Okay, oh, komme ich nicht drauf klar. Vielen, vielen lieben Dank für dieses super süße Paket. Ich freue mich riesig drüber. Hat es mir eine Riesenfreude mitgemacht. Ihr macht mir alle immer eine Riesenfreude. Schon alleine, wenn ihr mir ein Däumchen, einen Kommentar und ein Abo dalasst. Dafür freue ich mich auch riesig. Ja, ihr Lieben, damit beende ich für heute das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. MMM ist übrigens ein Trinkspiel. Wie genau? Ich muss das am Anfang sagen, ich vergesse das immer. Ich grüße noch alle meine Abonnenten natürlich. Vielen lieben Dank. Schön, dass ihr alle mal fleißig Abos da lasst und meine Videos schaut und euch drüber freut. Da freue ich mich auch riesig drüber. Denkt an die Facebook-Gruppe. Kommt da ruhig mal vorbeigeschlendert und schaut mal, was die anderen so werkeln. Oder zeigt, was ihr so werkelt. Ne? Und ich grüße meine Kanalmitglieder. Alle Mann, seht ihr gleich im Anschluss durchlaufen mit den schönen Schweden-Hintergrund. Ja, da waren wir in Malmö. Genau, da seht ihr gleich die ganzen Kanalmitglieder durchlaufen. Und meine Häkelprinzessin, die grüße ich ja immer gesondert. Das steht übrigens unten in der Kanalbeschreibung. Da könnt ihr nochmal gucken, Kanalmitglied werden. Da steht das nochmal gesondert. Und dann wisst ihr auch, warum ich euch hier grüße. Also immer vier Mann extra Grüße. Das sind nämlich meine Häkelprinzessinnen. Da haben wir ja die Franziska Wolf, die Rosemarie Baumann. Und Katis Wollhäschen und Lissi Pastelli. Yay, ich habe sie alle drauf. Immer wenn da einer dazu kommt, komme ich erstmal im Kopf durcheinander. Aber ich möchte das auswendig kennen, weil das trainiert ja auch meinen Kopf. Ne? Was natürlich nachher bei 10 Mann eine Katastrophe sein wird. Aber jetzt geht das noch, jetzt kann ich damit auch meinen Kopf noch trainieren. Vielen lieben Dank, dass ihr mich unterstützend tut. Da freue ich mich riesig drüber. Ich hoffe, euch machen die Videos auch Spaß und ihr guckt immer fleißig. Ansonsten, ihr Lieben, denkt dran, das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr kein Video verpasst, weil es kommen unglaublich viele Videos ständig online. Und ich habe auch noch nicht meine Ideen aufgebraucht. Also es wird noch eine Weile so weitergehen, außer mit mir passiert irgendwas, aber das wollen wir ja nicht hoffen. Also es gibt noch ganz viel Material, was hier auf dem Kanal auftauchen wird und ich hoffe, es gefällt euch. Und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt schön gesund und kreativ, häkelt fleißig und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.